Hier ist Wettermann Frank Abel. Ich versuche jetzt mal euer Heimtrainer zu sein, denn wir bleiben fit oder versuchen es. Wie man in den Verkaufsregalen sieht, habt ihr alle genug Büchsen zu Hause. Ihr könnt diese handliche Form nehmen, könnt aber auch die großen nehmen. Und für so eine kleine Runde Erwärmung stellt ihr die erstmal vor euch hin und wir machen V-Step. Wechsel immer das Bein, das heißt rechts vor, links vor, rechts vor, links vor. Wenn du den Rhythmus hast, nimmst du die Arme so ein bisschen mit, dass wir auch die mitnehmen. Ja, wie tief du gehst, du selber entscheiden. Spür mal deinen Körper, Wärme aufbauen. Und eine Runde noch. Rechts vor, links vor. Gut, das soll reichen für die Erwärmung heute. Nehmt eure Büchsen in die Hand, findet einen schönen Stand fürs Parallel. Schiebe den Po nach hinten, wie so Apache. Und dann holst du deinen Ellenbogen nah an den Körper, bis du 90 Grad um die Winkel zu haben. Und wir ziehen die Arme nach außen, öffnen und führen sie wieder zusammen. Öffnen und zusammen. Groß und klein. Groß und klein. Auf und zu. Auf und zu. Noch fünf. Groß, klein, heben, zusammen, heben, zusammen. Noch zwei. Und einer noch. Ja, sehr gut. Wir bleiben gleich stehen. Wir stehen zuerst auf dem linken Bein. Das beugst du so ein bisschen an. Das rechte schiebst du lang nach hinten. Und dann guck mal, dass deine Hüfte nicht auf ist, sondern dass du versuchst, beide deine Knochen nach unten zeigen zu lassen. Und die Arme nimmst du nach unten mit deinen Büchsen. Dann hier arbeiten wir auch so ein bisschen im Gleichgewicht. Bleibe hier, presse die Ferse hinten in die Luft. Zieh die Arme hoch und wieder ab. Hoch und wieder ab. Arm hoch, nach unten. Hoch und ab. Noch drei. Arme lang, ab, Arme lang, ab, Arme lang, ab. Gut, wechsel das Bein. Anderes Bein ein bisschen beugen, Hüfte nach unten ausrichten. Fuß wieder nach hinten schieben, Ferse nach hinten, Zehenspitzen nach unten, Balance finden. Spannung, Kopf ist in Verlängerung, nicht nach unten hängen lassen. Vielleicht guckst du so schräg nach vorne. Auf geht's. Hoch und ab. Hoch und ab. Arme nach vorn, tief. Vor, tief. Gut, wenn das passiert, einfach wieder reinkommen. Noch vier. Arme lang, tief. Arme lang, tief. Das ist heute nicht meine Seite. Gut. Noch einer. Arme lang und ab. Sehr gut. Wenn unser Po vielleicht schon so ein bisschen brennt, bleiben wir auch beim Po. Setzt eine Büchse nach vorn. Öffnet eure Füße ein bisschen mehr als hüftfrei. Dreht die Füße auch ein bisschen aus. Nehmt eine Büchse lang nach oben. Wir kommen tief, berühren die Büchse und wieder hoch. Tief und ab. Tief und ab. Komm tief und hoch. Halte die Büchse schön weit oben, als ob da so eine wild gewordene Hunde ran will und du gibst die Büchse nicht her. Eine noch. Ja. Und natürlich wechseln wir andere Armbein nach oben. Komm tief und hoch. Jede Seite achtmal. Oder du hast Lust auf mehr, dann machst du 10, 15, 20, 30. Wenn du Lust hast, noch 4. Komm tief und hoch. Tief und hoch. Vorletzte. Ja, legst du nochmal hoch. Ach, sehr gut. Und hier noch 2 Runden auf der Matte oder auf deinem Teppich. Jetzt brauchen wir nur noch eine. Bei der anderen macht vielleicht schon mal jemand Mittag. Finde eine Planke, das heißt wieder Handgelenk, Ellenbogen, Schultern untereinander. Und wir stellen die Beine auf. Wenn das so anstrengend ist, lässt du die Knie ziemlich weit hinten unten. Und jetzt wollen wir unsere Büchse von rechts nach links bewegen.
rechts, nach links, mit einem Lächeln und hip. 16 Mal von rechts, nach links, sodass jede Hand 8-mal zugreifen muss. Noch 5. Rechts. Links. Bleibt dran. Haltet die Spannung. Einmal nur noch. Rechts. Und links. Sehr gut. Letzte Runde für den Bauch. Kommt zum Sitzen. Stell die Füße auf. Die Büchsen stapeln wir. Eine Hand unten, eine Hand oben. Lange Rücken, lehne dich sanft zurück, sodass du Spannung im Bauch spürst. Und jetzt ziehen wir die Büchsen sanft von rechts nach links. Wer sagt, merke ich nichts, der kann gerne die Beine mit hochnehmen und hier noch mehr Spannung aufbauen. Kannst sie auch unten lassen und wieder drehen. Macht auch hier gerne jede Seite. 8-mal. Rechts. Nach links, nicht die Luft anhalten. Schön mit Atmen. Und noch 2, jede Seite. Rechts. Und links. Links. Und rechts. Sehr gut. Büchsen in die Küche geben. 5 Minuten entspannen. Und morgen geht's weiter.